Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen auf dem Kanal von Charanis Reisen. Schön, dass ihr vorbeischaut. Hier nun kurz die Vorstellung unseres Hauptdarstellers, der uns unterwegs immer ein schönes Zuhause bietet und uns zuverlässig von A nach B bringt. Mit Mr. Esprit sind wir nun schon seit 5 Jahren unterwegs und entdecken dabei immer wieder Neues. Heute möchten wir euch einen neuen Stellplatz vorstellen. Wir fahren zum Stellplatz Kengson, ein Stellplatz am Botnischen Meerbusen in der Nähe von Råneå, etwa 40 Kilometer nördlich von Luleå in Schweden. Von der E4 bzw. E10 aus kommend, folgen wir der guten Ausschilderung in Richtung Kengson. Nach knapp 3 Kilometer Fahrt erreichen wir den Ort. Hier biegen wir rechts ab und erreichen schnell einen kleinen Yachthafen, den wir jedoch links liegen lassen. Wir erreichen nun den Campground Kengson und biegen rechts ab zum Stellplatz. Bevor wir uns gemütlich niederlassen, noch eine kleine Runde um den Platz. Schon jetzt erfreuen wir uns über die traumhafte Lage des Platzes bei dem heute herrschenden Traumwetter. Wir haben unseren Platz gefunden und stellen das Fahrzeug ab. Kaum zu glauben, dass dieser sehr ruhige, ja fast einsame Platz nur 3 Kilometer von der Europastraße entfernt liegt. Die traumhafte Lage direkt am Botnischen Meerbusen lässt uns staunen. Pro Nacht und Mobil sind 100 schwedische Kronen, also rund 10 Euro, fällig. Sanitäre Anlagen und Strom sucht man hier vergebens. Aber für eine Nacht ist das okay. Dafür dürfen wir einen traumhaften Sonnenuntergang genießen. Nach einer ruhigen Nacht verlassen wir den schönen Stellplatz in Richtung E4. Wieder vorbei am Yachthafen biegen wir 2-mal links ab und kommen zur Auffahrt der E4 bzw. E10. Damit beenden wir den Stellplatzbesuch vom Campground Kengson und hoffen, es hat euch ein wenig gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!